Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Du brauchst nicht mehr auf die Hölle zu warten. Du bist bereits in der Hölle. In der Hölle des Geschmacks, welche die ganze Welt versaut, verdreckt, verdorben hat. Der Geschmack. Wenn etwas schmeckt, dann assoziiert man es automatisch damit, dass ich das auch brauche. Das haben die da oben so geplant. Darum haben sie die Geschmacksverstärker erfunden. Die sind bereits in der Babynahrung. Das Baby hat bereits in seiner Nuckelflasche und in den Hip und was das alles ist, hat bereits Geschmacksverstärker, welche in dem kleinen Hirn bereits ein Verlangen erzeugen und das Baby, da will noch mehr davon, obwohl es vielleicht gar nicht braucht. Und das setzt sich im Erwachsenen fort. Manchmal, wenn man noch jung ist, dann ist man noch schlank und rank und macht Sport, frisst aber das Zeug, aber später im Alter, spätestens, dann wird man dicker und so weiter und dann wird man ein Opfer Satans, nämlich der Geisel Satans, der Geschmacksverstärker. Und meine Lieben, die meisten sind sich gar nicht des Ausmaßes bewusst. Ich habe mit einem Arzt gesprochen, der gesagt hat, Geschmacksverstärker machen krank. Aber das ist für unsere Ärzte gut. Wenn alle gesund wären, würden wir nichts verdienen. Wir Ärzte verdienen an den Kranken, nicht an den Gesunden. Meine Lieben, seid ihr euch der Verantwortung bewusst, die ihr habt, nicht nur für eure Kinder, sondern auch für euch. Denn mit Durst und Verlangen nach Geschmack, das ist ja das, was auch zur Reinkarnation führt. Und dann wird man als Vielfraß geboren, mit, ja, würde man sagen, kranken Verdauungsorganen und so weiter. Was sind Geschmacksverstärker, meine Lieben? Ich will mal eins sagen. Also die toxische Wirkung, oder neurotoxische Wirkung, würde ich sagen, das bedeutet, auch das Gehirn wird beeinflusst, ist hauptsächlich auch in Glutamat. Ja. Und das führt, Huxley sagt, unter anderem, aber zu Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson und so weiter. Es steigert den Appetit, es dein Gehirn sagt, pass mal auf das Gehirn, ich will mehr davon. Und wenn du dem Gehirn das gibst, dann schüttet es Glückshormone aus. Und dieses Glück will man haben und Menschen, die sonst kein Glück haben, egal wie arm oder reich sie sind übrigens, die fressen sich dann halt ein bisschen Glück an. Und bereiten sich einen Körper, der zu einer kranken Reinkarnation führt. Früher oder später. Dieses Glutamat, meine Lieben, steigert den Appetit. Das muss man mal bedenken. Und es ist beteiligt an der Appetitsteuerung im Gehirn. Und es ist dann auch verantwortlich für Übergewicht. Und wenn man das loswerden will, ist es ganz schwer, weil man isst ja dasselbe Zeugs. Unsere Kinder werden ja bereits vergiftet mit Geschmacksverstärker. Das wurde erfunden von denen da oben, die anderen da unten versklaven wollen. Denn die da oben, und ich kenne einige wirklich Herrschende, nicht ein Kasperle da in der Regierung, sondern eine wirklich Herrschende, die geben ihren Kindern den Dreck nicht zu essen. Da ist kein Geschmacksverstärker drin. Wir essen das. Und wir fühlen Glück dabei und sagen, danke für den Geschmacksverstärker. Und wir merken gar nicht, dass wir alle süchtig sind. Oder werden. Und wenn man süchtig ist, dann will der Mensch zum Schluss nur eins. Immer mehr Geschmacksverstärker und immer weniger sich kümmern, um was die anderen da machen da oben. Hauptsache Brot und Spiele. Oder ich sollte sagen, Geschmacksverstärker und Spiele. Das ist die Situation, du bist gefangen in den Krallen Satans. Denn
Das Buch des Lichts lehrt, das ist übrigens Satan, Satan, der Widersacher, Sanskrit. Lest mein Sanskrit-Buch, macht euch vertraut mit dieser Sprache. Schaut mal, mal sehen, ob ich es hier habe. Ne, habe ich jetzt nicht da, ist egal. Ja? Sprecht mit den Göttern. Die unterliegen keinem Geschmacksverstärker, obwohl sie leben in den hohen Himmeln. Da ist es auch wunderschön, aber vergänglich, wie wir wissen. Es gab eine Zeit, da hatten wir das Ganze im Griff. Aber wir fielen immer tiefer in die Materie und kosteten immer mehr von der verbotenen Frucht. Und die verbotene Frucht der Jetztzeit ist nun mal eine Frucht oder ein Essen, ein Nahrungsmittel, durchsetzt mit Geschmacksverstärkern. Also essen wir etwas, was wir gar nicht brauchen, um den Körper wirklich zu erhalten, sondern nur, weil es schmeckt. Weil das Gehirn sagt, das will ich haben, ich will haben. Und wir sind alle versklavt. Sodass wir ein Anatta verursacht haben, was einen Hüter der Schwelle, einen Hüter, schaut auf mein Video, der Hüter der Schwelle, der sich seine eigene Welt geschaffen hat und hat gesagt, du kannst mir sagen, was du willst. Ich will da, und die Kinder bereits im Supermarkt, die sehen da das Schokoladen, Mami, kann ich das haben? Nein, das ist unter. Ja. Ist meistens an der Kasse gleich das Zeugs, ja? Komm, hier hast du dein Schokolade. Denn das Kind ist ja bereits süchtig. Es wurde ja bereits, soll ich sagen, durch die Babynahrung krank und süchtig gemacht. Da sind bereits die Geschmacksverstärker drin. Und die Babynahrungproduzenten treten neuerdings sogar selber im Fernsehen auf. Dafür bürge ich für meinen Namen, dass ihr Baby gesund ist. Ja, denkste Puppe. Du machst einen Süchtigen aus diesem Baby. Wir haben eine Verantwortung, meine Lieben. Und auch, möchte ich mal sagen, aus gesundem Egoismus. Und ich habe mich entschlossen, seit einiger Zeit Satan den Kampf anzusagen, meinem Anatta. Es kriegt nicht mehr das, nur weil das Gehirn sagt, nein. Ich entscheide, was das braucht, was ich nicht bin. Das entscheide ich. Ja? Und ich habe festgestellt, meine Lieben, wenn ich mal Nein sage, und das Gehirn sagt, oh, das möchte ich aber noch hören. Dann schweigt das Anatta plötzlich. Beispiel. Ihr esst im Restaurant. Das Gehirn braucht ja Zucker sowieso. Das ist die Hauptnahrung fürs Gehirn. Die Verdauung kann der Nahrung, die ja denaturiert ist und eigentlich, sagen wir mal, gar nicht mehr essen sollte, entzieht der Nahrung durch den Verdauungsvorgang nicht gleich genug Zucker. Darum der Nachtisch. Denn der Nachtisch, die Schokolade oder was man da hat, geht direkt ins Blut. Kleiner Unterschied. Während das andere sozusagen durch den Verdauungsprozess geschieht. Aber, und jetzt kommt ein Test, sage ich immer, macht mal einen Versuch. Esst mal etwas, was gesund ist, wenn es geht. Gemüse. Gedünstet oder wie? Was ganz normal ist, ein Süppchen, ein Gemüsesüppchen. Und dann werdet ihr danach einen Hunger spüren. Kommt der Kellner und sagt, darf denn noch was sein? Oder wie man in Österreich sagt, willst du nur ein kleines Kröpferl sein? Charmigster Diener, sagt der Kellner. Und eigentlich sagt euer Gehirn, ja. Aber wenn ihr etwas wartet, dann entzieht der Körper in den meisten Fällen der Nahrung genügend Zucker, genügend Stoffe und Substanzen und braucht es plötzlich nicht mehr. Und ihr sagt, oh, mein Verlangen nach einem Nachtisch ist weg. Wie kommt das? Und ihr werdet dadurch nicht mehr gequält. Das ist mal ein schöner Selbstversuch, den könnt ihr machen. Aber im Augenblick, meine Lieben, wollen wir uns mal gnadenlos damit befassen. Ja. Die
die schädlichen Wirkungen, da ist E600 und so weiter drin, alles was E600 ist, ob 5 oder 35, das ist alles Gift. Ja? Das sind Ribonukleide. Die werden im Körper in Harnsäure umgewandelt und diese Sachen verursachen Stoffwechselkrankheiten, Gichtsymptome und so weiter. Darum wollen wir mal Schritt für Schritt vorgehen und bedenken, liebe Eltern, wenn ihr diesen Mist kauft für euer Baby, da schaut mal nach, was da drin ist. Schaut mal nach. Da sind Dinge drin, die euer Baby zu einem Suchtkranken machen. So wie ihr bereits süchtig seid. Denn dann geht es immer nur, oh wie lecker, wenn ich den Begriff lecker schon höre. Also sage ich immer, wenn jemand lecker sagt, könnte ich immer links und rechts. Ja? Lecker, wie ekelhaft. Und das ist genau das, wie schmeckt es dir? Lecker. Sagt aber nichts aus über Nährstoffgehalt. Oder ob der Körper das wirklich braucht. Oder ob er schon so denaturiert ist, dass er das Zeug frisst. Und die da oben, das will ich euch mal sagen, die wirklich Herrschenden, also nicht, wie ich immer sage, die Kasperle da in der Regierung. Nein, ich meine die wirklich Herrschenden, von denen kenne ich auch ein paar. Die ernähren ihre Babys und Kinder nicht so, was sie denken. Aber sie füttern uns mit diesem Zeugs. Und sie wissen von unserer Abhängigkeit, deren Brut bekommt nur das Beste und Reinste. Und sie schauen auf uns herab mit satanischem Lächeln. Wie blöd die sind. Meine Lieben, das ist mal jetzt ein Vortrag, ich will euch mal was sagen. Die ganze Welt ist in der Geisel des Geschmacks. Es geht nicht mehr darum, ob etwas nahrhaft ist, nein, nein, wie es schmeckt. Und so kannst du den Menschen jeden Dreck verkaufen und machst sie immer süchtiger. Ja? Jetzt hört gut zu, ihr Lieben. Es ist so, man ist nicht mehr fähig, sich gegen den Verzehr zu entscheiden, obwohl man weiß, dass das Dreck ist, Gift. Und man ist nicht mehr fähig, nur eine bestimmte Menge von Lebensmitteln zu verzehren. Ja. Esssüchtige, jetzt hör genau zu, verschlingen nur Lebensmittel, die bereits mit Geschmacksverstärkern vergiftet sind. Im großen Teil. Und das sind die Lebensmittel mit einem hohen Suchtpotenzial. Und das verursacht Glücksgefühle, keine Frage, keine Frage. Und wer möchte nicht glücklich sein, wenn in einer Welt, in einer geisteskranken Welt, regiert von Geisteskranken, will man doch wenigstens ein bisschen Glück haben. Also frisst man das mit Geschmacksverstärkern Vergiftete. Und das Gehirn schüttet Glückshormone aus und sagt, Dankeschön. Und man vergiftet den Körper nach und nach. Ja? Das sollte man bedenken. Meine Lieben, da gibt es bereits Untersuchungen. Eine Liste von Lebensmitteln. Welche Lebensmittel süchtig machen. Und da steht an erster Stelle die Pizza. Weil die ist vergiftet bis zur Decke mit Geschmacksverstärkern, mit Zusatz, mit Zucker, mit Salz, mit allen möglichen, auch mit künstlichen Stoffen. Erst an zweiter Stelle kommt die Schokolade. Und dann geht es weiter. Chips, Kekse, Eiscreme, Pommes frites, Cheeseburger. Das lieben die Kinder. Und stopfen es rein und das... Schau mal. Mehr und mehr Kinder sind unglücklich. Rennen zwar in Designer-Clothes, also Sachen rum und so weiter, aber sind gewaltbereit, streifen Handys ab, sind unglücklich. Sie finden Glück entweder in Sex dann, im frühen Sex, oder, wo die Eltern können das vielleicht noch kontrollieren, aber Kekse essen, Eiscreme, Pommes frites, Cheeseburger, dies und das und jenes, Kuchen, Käse, in überall. Und da flüchten die Kinder sich daran. Und das sind Kinder, die entweder vom vergangenen Leben bereits
fett gestorben sind, möchte ich eigentlich jetzt nicht so erwähnen, also darum habe ich auch mich entschlossen oder bin schon dabei, ich wiege nur noch 59 Kilo. 55 will ich wiegen, 75 hatte ich. Ich will schlank sterben. Ja. Aber diese Kinder sind nicht schlank gestorben. Und deshalb sind sie reinkarniert durch Eltern, die eben auch diese Probleme haben und lernen durch Leiden. Die kriegen Herzkrankheiten und Stoffwechselstörungen und Gicht und was weiß ich, Bauchspeicheldrüsenkrebs und so weiter. Softdrinks. Da wird doch immer Werbung gemacht im Fernsehen. Das sollte man verbieten, diese Leute sollte man anzeigen. Ich meine nicht die Diätgetränke, lassen wir das mal weg, aber die Softdrinks mit Zucker und alles andere auch. Kuchen, Käse, Schinken, Brathuhn, was du brauchst. Ja? Popcorn, wunderbar, mit Buttergeschmack. Mit Buttergeschmack, da ist gar keine Butter drin. Verstehst du? Da können die Popcorns ja in Butter tauchen und dann so, oh nein, da werde ich ja dick. Schaut mal. Mehr und mehr Leute wollen vegetarisch leben. Bravo, bravo. Aber sie sind noch süchtig nach dem Geschmack, zum Beispiel nach dem Fleischgeschmack. Also verkauft man ihnen vegetarisches Steak mit Fleischgeschmack. Und es gibt Geschmacksverstärker, die Fleischgeschmack suggerieren. Und so, also man ist immer noch süchtig nach dem Geschmack. Und sagt ganz stolz, ich esse jetzt nur noch vegetarisch. Ich habe, habe ich hier wieder, guck mal, das Steak. Ja, oh, das ist doch Fleisch. Nein, das ist nur Fleischgeschmack. Die sind noch genauso versklavt. Und sie betrügen das Gehirn. Das wird sie irgendwann bestrafen. Da will ich mehr davon. Wurscht, was das ist. Mit dem Geschmack. Wenn sie wirkliche Helden wären, wenn sie wirklich mutig wären, dann würden sie eben anfangen, mal vegetarisch zu leben. Jeden Bissen 30, 40 Mal kauen, nur Wasser trinken. Na, wie wär's damit? Ja, das kann ich nicht. Doch, du kannst es schon. Aber der Satan, der zwingt dich dazu, durch Geschmacksverstärker, die satanische Industrie, man kann es so aussprechen, meine Lieben, die satanische Industrie. Wenn du Gurken isst, Karotten, Bohnen, Äpfel, was weiß ich, Naturreis, Bananen, da gibt es so viel. Ja, man kann sogar Lachs essen, obwohl die armen Viecher dann sterben müssen. Ja, ein Müsli-Riegel ist gar nicht so schlecht. Nüsse. Ich will euch was sagen. Wer einmal am Tag etwas isst, ein leichtes Mal, jeden Bissen 30, 40 Mal kaut, bis das Essen im Mund vorverdaut ist, dazu ist der ja da, der Mund, zur Vorverdauung, das wissen die wenigsten. Der Mund ist ein Verdauungsorgan, die Rachenhöhle, wenn du so willst, die Mundhöhle, ist ein Verdauungsorgan. Und zwar, die Kühe zum Beispiel haben diesen mehrfachen Verdauungsablauf, den haben wir auch, das wissen die Leute nur nicht. Hier drin wird verdaut schon, nicht erst da unten. Da unten kommt das Sollte, das Eingespeichelte rankommen. Meine Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie man wirklich sich ernährt, besorgt euch dieses Buch, Band 2. Im Band 2 steht es drin, oder in Band 1, nein, in Band 2. Im Band 2, ja. Sinn des Lebens, Band 2, da werdet ihr genau sehen, welche Sachen krank machen und wie man sich gesund essen kann. Und es gab ja bisher nur Untersuchungen im Zusammenhang mit stark verarbeiteten Lebensmitteln. Stark gewürzt, aromatisiert, stark gesalzen, gezuckert und so weiter. Und noch sehr fettreich. Ja. Und es soll ja schmackhaft sein und das ist genau der Satan. Wenn einer einen Apfel isst, ich möchte lieber was anderes. Dann wirst du halt krank. Ich bin hier, um dich darauf aufmerksam zu machen. Du wirst krank und du kriegst kranke Kinder. Wenn Mütter diesen Dreck fressen, entschuldige, wie ich sage, und sie sind schwanger, dann frisst das Kind mit. So.
Und die da oben haben das erfunden, diese Geschmacksverstärker. Ganz legal, offiziell. Keiner steckt die ins Gefängnis. Und sie machen uns langsam immer mehr süchtig und krank und lachen. Nein, sie lachen nicht, sie lächeln. Ja, es ist problematisch, dass das menschliche Gehirn ist anfällig. Das Gehirn kann dir befehlen. Der Bauch und der Darm und das, ja, auch. Aber das Gehirn, das ist der Satan. Und weil du etwas wolltest, wolltest du die verbotene Frucht ja schon beim Wiedererwachen des Universums. Und diese verbotene Frucht ist eben Mula Prakriti, die Urmaterie, die entsprechend deines Verlangens die Form dir gibt, die du da willst. Aber du willst ja immer mehr. Es hat uns ja nicht gefallen im Himmel, wir hatten alles. Seht die Vögel unter dem Himmel, steht doch in der Bibel, sie säen nicht, sie ernten nicht und der Herr ernährt sie doch, es war uns ja nicht genug. Wir haben ja, jetzt pass auf, jetzt kommt, das ist Ehre sei dem Buch des Lichts, wir haben ja um dem Geschmack mehr Raum zu geben, um ihn uns beherrschen zu lassen, haben wir Völker ausgeraubt. Die britische Königshaus hat Kolonien ausgeraubt. In China, war das China? Ja. Opiumsüchtig gemacht. Wird alles im Buch des Lichts gelehrt. Und in Indien alkoholsüchtig. Und wir haben diese Geschmacksdinge, die da sind, Würze und so weiter, Gewürze, die haben wir uns geholt und haben sie verstärkt und haben sie künstlich dann noch mehr hergestellt im Labor und jetzt sind wir, ja, und wir haben auf diesem Weg natürlich großes Leid verursacht und wer weiß, inwieweit wir selbst in vergangenen Leben involviert waren und wir sind ja in diesem Leben auch involviert. Wir sind damit schuldig, dass wir unseren Kindern diesen Dreck geben und sie süchtig machen, eben indem wir die Geschmacksverstärker zulassen. Da gab es eine Anwältin, ich glaube, ich habe euch mal vor vielen Jahren davon erzählt, in Wien. Die hat vor Geschmacksverstärkern gewarnt und wollte die großen Konzerne verklagen. Die wurde 3 Monate später tot aufgefunden. Ja? Naja. Man kriegt ja heute alles ohne Mühsal. Ja? Und das Problematische ist, und was uns so schmeckt, ist Zucker, Salz, Fett, Aromen, was noch? Und Geschmacksverstärker. Wir werden belohnt. Wenn wir schon in einer geisteskranken Welt regiert vom Geisteskranken leben, dann sagt der Körper, na gut, dann will ich wenigstens meine Belohnung haben. Und die kriegt man durchs Essen. Aber ich sage euch was. Wenn ihr von dieser Sache euch da mehr und mehr, sagen wir mal, mehr euch zügelt mit der Nahrungsaufnahme und dafür euch mit dem Buch des Lichts befasst und meditiert, kommt ein anderes Wohlbefinden. Ich verspreche es euch, es kommt ein anderes Wohlbefinden. Ja? Ja, zum Beispiel ein Fleisch hat ja früher, so war, als der Mensch noch wild war, obwohl der Ursprung des Menschen wird im Buch des Lichts ganz anders erklärt, aber es gab Zeiten, da war ein Teil der Rasse war noch sehr wild und wie Affen. Die haben natürlich dann fettreiches Fleisch gegessen und das Gehirn war glücklich, Energie gehabt. Ja. Wir wollen heute immer fett- und zuckerreiches essen. Das sind Wohlfühlhormone, meine Lieben. Die euch sagen, ah, und die euch das Gefühl geben, ah. Aber hinten kackt die Ente. Hinten, nicht vorne. Und die Konsequenz, das Buch des Lichts ist ja auch das Buch der Konsequenzen und auch seine Zweigschriften. Die Konsequenz ist dann eben Gicht, Herzkrankheiten, Stoffwechselkrankheiten und diese ganze Ansammlung von Krankheiten, wobei die Menschheit jetzt immer feinstofflicher wird, weil wir auf dem Weg zurück zur Quelle sind, das kommt noch erschwerend hinzu. Ja, aber so lernt der Mensch. Überall haben wir ja Supermärkte.
Wir müssen uns nicht mehr anstrengen, um Essen zu bekommen, keine Tiere mehr jagen oder so. Ja. Und da sind die Aromen und die Geschmacksverstärker, die, wie soll ich sagen, die ein grenzenloses Essen noch weiter anheizen. Und wir sind dann esssüchtig, oder sollte ich sagen fresssüchtig. Übergewicht und alle chronischen Erkrankungen sind auf Übergewicht und Fettleibigkeit zu führen. Und wir vergiften bereits unsere Kinder. Keine Verantwortung. Indem wir ihnen Babynahrung geben, die die Geschmacksverstärker drin hat. Das Gehirn des Babys, pass mal auf, das Baby kann vielleicht noch gar nicht sprechen. Und der Mama, du, du, du. Aber dann sieht es, wie die Mama, die meisten Frauen sind ja zu faul, die Brust zu geben, ja, die, immer die Flasche machen, weil sie sind ja berufstätig, ich verstehe das schon, ja. Und das Baby sieht die Flasche schon mit diesem, mit Geschmacksverstärker verseuchten Stoff und da leuchten seine Augen schon auf, denn das Gehirn weiß schon, da kommt wieder etwas, was mich, wo ich mich wohlfühle. Und das Baby weiß gar nicht, dass es dadurch immer kränker wird. Dann schreiben sie, na ja, wenn du Esssucht hast, such dir Hilfe. Wo denn? Wovon habt ihr denn Ahnung? Gib nur eine Hilfe. Ich sage es ganz offen. Ich sage es ganz offen. Und das ist das Buch des Lebens und seine vielen Bände. Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Und darum, und mit Geist meinen wir die Monade, na gut. Und darum ist natürlich die Hülle, im Augenblick dominiert die Hülle, das ist schon klar. Und das ist der Satan, den wir zugelassen haben. Wie weit wollen wir ihn zulassen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ja? Also, man sollte, ja, was soll ich sagen, Verantwortung zeigen. Man sollte sich überlegen, auch Vorträge wie diese, sollte man gucken, auf die, was steht denn da so drauf und alles. Aber ohne, dass ihr diese Zweigschrift habt, der Sinn des Lebens Nirvana, werdet ihr immer falsche Entscheidungen treffen. Glaubt mir. Und schaut mal, ihr seid im Bann und in den Klauen des Geschmackes, das ist ja auch ganz klar. Das Gehirn, sagt er. Aber das Gehirn musst du auch durch Denken beherrschen. Das ist ein Denkorgan, man muss durch Denken beherrschen. Durch Entscheidungen, die du triffst. Und du kannst, und wenn du 10 Minuten vor dem Tod bist und entscheidest dich nochmal und sagst, es kommt der Pfaffe und sagt, hey, gut, der Absolve. Und du, oder was anderes, Henkersmahlzeit. Sag mal, du hast was Schlimmes gemacht. Du kriegst deine Henkersmahlzeit. Schönes Hähnchen, schön fett mit allem. Also einer, der ein bisschen sich mit der Lehre befasst, der in der Todeszelle sitzt, dann hat vielleicht das Buch des Lichts gelesen, der würde dann sagen, nein, er würde entweder nichts wollen oder ein vegetarisches Mahl und dann die Todesspritze. Wir sind doch, Entschuldigung, we are all on death row, wir sind alle zum Tode verurteilt, denn wir haben ein Verbrechen begangen, wir haben uns umgeben mit Satan. Und wir sind jetzt Sklaven des Geschmackes. Und der Tod ist unsere Strafe. Also es braucht sich keiner aufzuregen, wenn es heißt, oh, der hat ein Verbrechen begangen, die Todesstrafe. Du bist auch ein Verbrecher, ich auch. Sonst wären wir nicht hier. Und das Buch des Lichts hilft uns. Raus aus diesem Irrenhaus, meine Lieben. Und das beginnt damit, dass man das Richtige isst und trinkt. Ehre sei dem Buch des Lichts. Om. If you need me, I will be there
night and day. When you're alone, all on your own, when you have nowhere to go, I will be there. I am the self, I am the self, and I'll be there if you need help. I cannot hate, I cannot judge, I'm only love. I am the self. Now you say you don't need me, you're so strong. A day shall come and you will see that you were wrong. You will fall down on your knees and you will cry, oh help me please, and I'll be there. 'Cause I'm the self, I am the self, and I'll be there if you need help. I cannot hate, I cannot judge, I'm only love. I am the self. Like a ship on stormy sea, heading to the shore, you are drifting towards me. Open up the door. I am the self, I am the self, and I'll be there if you need help. I cannot hate, I cannot judge, I'm only love. I am the self.